Wir sind im Garst, hier mit dem Autohäfen-Schrottplatz und mir fällt ein, dass ich gar nicht mehr sagen wollte, wo wir sind, aber egal. Das habe ich schon mal öfter gesagt irgendwie. Ah, es ist Freddy. Oh ja, ist hinter mir ja gleich. Ja, ja. Also dann kann ich ja laufen, weil ganz ehrlich, gegen den kann ich eh nichts ausrichten. Ja. Also ich finde Freddy so OP. Ich meine, klar, der Geist, also der eine, der ist assi ohne Ende. Der diesen Zusatz hat, dass er nicht gehört wird und nicht gesehen wird und so. Aber der Geist an sich, der geht ja noch. Nur, Freddy, siehst du, wenn du ganz genau hinguckst, ganz kurz bevor der sich, also bevor er dich in die Traumwelt geholt hat, aber du kannst da nichts machen, das ist das Problem. Weil du landest automatisch dann in der Traumwelt in dem Moment. Ich wollte da durch, Freddy. Jetzt hat er zwei in der Traumwelt. Ich habe das gar nicht geschafft. Doch einmal habe ich es, glaube ich, geschafft. Aber ich habe das nur sehr, sehr schwer geschafft, mehrere Leute in die Traumwelt zu ziehen. Wer lebt er jetzt auf? Den anderen. Oder? Du bist weg, meine ich, oder? Ja, ja, ich habe ihm die Palette vor die Birne gehauen. Wer hat denn mich auch geschlagen hat und den anderen dann hingehangen hat? Ja, weil du gesagt hast, ich wollte da durch. Ja, ich wollte durch die... Also, wir waren beide da und der... Wir haben uns zu dritt blockiert. Ja, ja, nicht jetzt. Ich habe den ersten gleich durch. Vorausgesetzt, ich höre hier gleich nichts. Ach, du bist rechts. Na okay. Gott. Ach, scheiße, der ist schon weg. Oh. Er ist bei mir auch weg, weil ich sehe auch nichts mehr, weil Freddy sieht man ja nicht mehr, wo er hin ist. Ich höre ihn nur la 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 la. Ihr werdet alle sterben. Wahrscheinlich werde ich jetzt... Ja, ich werde in die Traumwelt kommen. Also da hinten laufen alle wie die Hühner rum. Auf einmal. Irgendwie sind alle am Rennen. Ich glaube, ich kann nicht auch nicht mehr runterholen. Nee. Sorry, ich muss nach links abbrechen. Ich habe Freddy direkt am Arsch. Da ist eine Palette. Irgendeiner kommt zu mir. So, weißt du, der eine kam entgegengelaufen. Ich denke so, warum läufst du hier rum? Wieso holst du den nicht? Im nächsten Moment denke ich, scheiße, Freddy kommt mir jetzt entgegen, weißt du? Ja. Und ja, der ist aber immer noch hier. Pass auf, ich weiß nicht, wer mit... Wie, der ist immer noch da? Ja, ich höre ihn hier. Ja, ich höre ihn noch. Er hat mich trotzdem abgeholt, okay? Ich habe ihn noch, ich höre ihn immer noch ganz leise. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Soll ich ihn lauter sogar? Ich höre nicht mehr leise, ich höre ihn jetzt lauter. Scheiße. Hi, Schatz. Hi. Hältst du mich mal schnell? Ja, warte, ich muss eben das holen hier. Ach, das ist ein Dingskoffer. Wenn man schon mal einen Heilkoffer braucht. Ja, der ist ja wohl besser als ein Heilkoffer. Ja, aber jetzt wäre ein Heilkoffer auch nicht schlecht gewesen für Selbstheilung. Schneller. Bei Freddy ist ein Heilkoffer manchmal besser. Kannst du mich auch heilen? Bist du? Ja, nicht ganz, ich war die Hälfte. Eigentlich wollte ich dich nicht am Rücken befummeln, aber befummeln tue ich dich gerne. Mhm. Ja, du fummelst am Ohr. Fummelst am Ohr. Das auch. Das Tote. Was erzählst du den Leuten denn hier? Also ich am Ohr fummel. Ich fummel außerdem nicht am Ohr, ich fummel am Ohrläppchen. Noch schlimmer. Aber der eine dreht sich da im Kreis. Ja, ich weiß nicht, ob er... Doch, er holt ihn. Scheiße, ich wäre schon links durch, wenn du jetzt mitgemacht hättest. Ja, ich musste eben das Tor. Ja, du kriegst noch meinen Dwight-Buff, deswegen wären wir jetzt spätestens fertig gewesen. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit ihm. Der kommt jetzt eh zu uns. Ja, deswegen. Au, scheiße. Das war jetzt wirklich scheiße. Ich gehe mal hin, oder? Soll ich hingehen? Warte, warte, warte. Vielleicht kriegen wir den noch durch. Glaube ich nicht. Draufdrücken, gleichzeitig an der Nase kratzen, das wird's cool. Er kommt. Ich zieh durch. Ja, er kommt, er kommt. Der Typ ist frei. Brauchst du nicht hin. Ja, er ist aber hinter mir her. Ich gehe zu dem angefangenen Gen. Da bist du hingelaufen.
Sag mir, wenn du nicht mehr hörst. Ich höre nicht mehr. Die anderen machen, die heilen sich da und du bist da hinten. Die kommen aber jetzt hierhin auch. Die rennen zu mir. Mach du was anderes. Ich bin doch, oder? Schon bei dir. Ja, aber ich die hören aber auch. Immer noch. Die. Ah, nein, 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 nein. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich drück immer gleich. Irgendwann nimmt das nicht mehr. Oh, ich laufe direkt in die Arme. Das oder war ich zu Ende? Nee, ich war noch nicht zu Ende. Ich war noch nicht zu Ende. Scheiße, Mann. Ja, nimm bloß nicht die Scheißpalette. Ey, ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Warum ist sie zu dämlich, die Taste zu benutzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube manchmal mit diesen Tasten, dass das nicht so richtig durchkommt. Also wenn ich den Controller benutze, jetzt bei Tomb Raider oder so, kein Thema, kann ich sofort nutzen. Also die Tasten. Funktioniert einwandfrei. Spiele ich DBD jedes zweite oder dritte Mal, wenn ich eine Palette umwerfen will, aber nur in der Jagd komischerweise, kann ich es nicht. Das ist so scheiße. Also sorry, dass ich jetzt hier gerade so rumbrülle, aber das kotzt mich so dermaßen an bei DBD. Aber wirklich nur bei DBD. Weil ich habe in keinem anderen Spiel Probleme mit dem Controller. Beziehungsweise mit der Taste halten. Ja. Junge, was machst du? Achso, das ist eine Traumwelt. Ja, geil. Der andere basten dann gerade. Der hat einen Rennen gemacht, ja. Jetzt kommt der mit Freddy nach vorne. Der Bill kommt jetzt auch zu dir und Freddy kommt jetzt auch mit der einen zu dir. Die macht dich trotzdem runter. Ja, die kriegt dann die Punkte, ne? Ja, aber sie kann, du kannst dich gehauen werden, wenn du nicht in der Traumwelt bist. Nee, warte, Freddy ist gar nicht da. Freddy ist gar nicht da. Hä, wo ist der hin? Ich habe jetzt echt gedacht, der wäre dabei, aber ich habe nichts gehört gerade. Komm, jetzt alle drei an den Gen. Los. Egal. Ich ziehe das durch, geht Entschuldigung. Nicht. Da gehen nur zwei. Nein, ja, da ist die Klappe. Die eine ist wieder in der Traumwelt. Die ist wieder in der Traumwelt. Oh, ich gehe schon mal direkt zum Haken. Und verkackt gerade. Und der andere daneben direkt. Der ist auch schon hier. In der Traumwelt sein ist ja noch nicht schlimm. Das, also du siehst Freddy ja auch. Das ist das Gute daran. Das Problem ist, er sieht dich ja, glaube ich, auch. Ne? Oder? Er hat so eine Aura, sieht er. Das, also ja, aber von weit weg auch, meine ich. Ne? Ja, ja, so weiße Aura, das sieht ja ziemlich weit. Aber nicht unendlich weit, ne? Das ist so eine Pussy am Schreien. Ich sehe ihn eigentlich nicht. Hat er ihn schon? Oh, okay. Das Einzige, was du machen kannst, ist in Bewegung bleiben bei dem. Hä? Wieso? Ja, siehst. Das hat sie wahrscheinlich auch gemacht. Sie ist in Bewegung geblieben und er ist nicht hinterhergegangen. Aus welchen Gründen noch immer. Hier ist noch der eine Gen. Aber der ist nicht mehr... Ich sehe gar nichts mehr. Es sieht so komisch aus. Das hört sich an. Da hinten so. Sie liegt auch. Ach, in der Traumwelt bist du so langsam. Ach du Scheiße. Hast du es gerade gesehen? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin da noch nie mit an den Generator. Nee, du wirst langsamer. Das wird, je länger das geht, je langsamer wirst du. Also ich habe es auch eben gemerkt. Erst ging es noch und dann wurde es immer langsamer. Sie hängt, du holst sie ja runter gerade. Warte, ich habe aber ich bin eh tot. Sie soll nur gucken, dass du da wegkommst. Warst du in der Traumwelt? Ja, ich bin in der Traumwelt immer noch. Aber warum hast du nicht den Fertigkeitscheck gerade verkackt? Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Heil, wenn du dich heil die, ach, du liegst. Kann ich ja nicht. Komm, mach die Türen auf, Leute. Mach die eine heilt sich. Mann. Und der andere ist am Kram. Die soll die Generatoren machen. Ey, wofür opfer ich mich? Ja gut, die eine muss ich heilen. Aber wofür opfer ich mich? Der Typ macht ja noch nicht mal einen Generator. Nee, die spekulieren wahrscheinlich darauf, dass sie überbleiben, damit die Klappe aufgeht. Ja, doch, geht auf. Wenn sie darauf spekulieren, ganz ehrlich, dann hoffe ich, er kriegt sie noch. Ich habe schon wieder vergessen, wo die war. Also so in etwa weiß ich noch, wo sie war. Aber in der Mitte bei dem Generator da. Ach, die macht alle Kisten hier auf.
Nee, der Typ hier, der war so asozial. Der ist in den Keller gegangen, hat da ganz locker geguckt, ob er noch was findet. Obwohl, der macht einen Generator jetzt. Na, sie kommt jetzt immer mit Freddy. Was macht die? Wieso schleicht die so? Will die sich hitten lassen oder was? Warum steht der da so? Ach, da ist er. Hä? Nicht dein Ernst jetzt, ne? Der hat die gesehen. Kannst du mir nicht erzählen. So, jetzt dann läuft sie zu Freddy. Nee. Ja, sie ist ja nicht mehr in der Traumwelt. Ja, aber sie wusste genau, dass er da steht. Wieso will die von denen geschlagen werden? Und wieso lässt er sie jetzt da gewähren? Was meinst du? Aber okay, ich bin auch dann teilweise hektisch. Ich denke dann, scheiße, er ist dann in der Nähe, weißt du? Nee, der lässt die gewähren. Hörst du das? Der ist hier die ganze Zeit im Schlagen. Naja. Was für ein Arschloch vom Killer, ganz ehrlich. Und wieso hat der mich dann aufgehangen? Nächstes Mal ziehe ich mir auch Blut an. Lässt er mich dann auch gewähren? Hä? Ist so Grafikfehler. Ist kein Grafikfehler, der steht hinter ihr. Ja, aber er ist ja mal wieder weg zwischendurch. Ja, weil das nicht komplett durchgezogen hat, dieses Reinziehen in die Traumwelt. Das musst du ja auch länger machen, weil das ist ja nicht nur einmal drücken und dann ist er da drin. Also das ist jetzt echt asozial, was der Kerl da tut. Hä, wieso ist sie in der Traumwelt und repariert gleichzeitig? Jetzt ist sie wieder... also war... Nee, die ist dann betont benommen halt. Ja, aber kann gleichzeitig reparieren, das habe ich auch noch nie gesehen. Will er jetzt selber dran ziehen oder was macht er? Ach so, ja, kann er ja jetzt, stimmt. Ach so, der kann das aufmachen. Ja, kann beides. Der kann die Klappe zumachen und damit die Tore öffnen oder hier öffnen. Der eine macht da noch gemütlich den Generator. Nein, der macht die Tür. Kann er ja nicht. Nee, Tür auf, Generator, nicht Generator. Werden alle mit so Todesklauen jetzt belegt, die Generatoren. Habe ich gesehen. Was macht die denn jetzt? Will die lieber aufgespießt werden? Komm, hängen Sie bitte an den Haken jetzt. Ne, der bringt die bestimmt zur Falltür. Der geht so nicht. Ja, aber solange der andere da ist, der wird da, der will ja da rausgehen wahrscheinlich. Wo geht der denn hin? Ja, da ist nichts mehr drin, Junge. Das hat sie geholt. Ja, er bringt sie zur Falltür. Was für ein Asozialer. Und der andere läuft jetzt noch hier rum. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der die jetzt verrecken lässt. Du kannst ja theoretisch kurz bevor das ausgelaufen ist rausgehen, dann kommt der andere nicht mehr durch die Falltür durch normalerweise. Er läuft Richtung Ausgang jetzt. Nee, der macht auch noch einen Ausgang auf. Oder hat er aber eben schon gemacht. Wieso? Nee, das war doch sie. Nee, er stand am Ausgang. Hat er das abgebrochen? Der hat aber auch nicht mitbekommen, glaube ich, dass der Freddy den hat gehen lassen. Er haut nämlich jetzt wieder ab. Hä, was war das denn? Hast du gesehen? Der ist durch das Ding durchgeschwebt gerade. Er macht den Ausgang nicht. Ja, sie läuft jetzt aber auch wieder weg. Sie läuft jetzt. Sie denkt sich jetzt auch so, scheiße. Die Falltür geht nicht auf. Komm, zeigt uns mal das Sterben, wie man stirbt, wenn man nicht rausgeht. Ja, das wäre jetzt cool. Weil die hätten es so oder so nicht geschafft, deswegen. Jetzt ist er gerade über die Falltür. Er will jetzt durch die Falltür. Boah, ist das assi. Ja, aber wenn sie nicht rausgeht, dann wird das nichts. Sie geht jetzt raus. Hm? Sie läuft hier noch rum, ein bisschen Zeit hat sie ja noch. Also ich würde den jetzt hinten nochmal. Er läuft fast zu Ende. Die Zeit ist fast rum. Er will rausgehen. Es ist so eng. Das schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr. Das schaffen sie beide nicht mehr. Yes! Strike! Das ist geil! Ist das geil! Ja, das ist, wenn man zu lange zockt. Tja,
Der andere Ausgang war auf. Sorry, aber in dem Fall war es jetzt auch fair. Also ich bin immer dafür, wenn der Killer einen rauslässt, aber erst alle zu metzeln und dann zu sagen, oh ja, die zwei picke ich mir jetzt mal raus, die lasse ich jetzt mal raus. Das finde ich assi vom Killer. Hm. Why?